Ansonsten bin ich sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben, das Thema Umgang mit unserem kolonialen Erbe zu bearbeiten. Wir werden Anfang des neuen Jahres zwei wichtige Gegenstände nach Namibia zurückgeben, die Peitsche und die Bibel der Familie Witboy, und damit einen neuen Start setzen der Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Namibia. Und wir werden uns der kolonialen Geschichte unseres Landes stellen. Natürlich schauen wir immer auch mit einem Auge nach Berlin und sehen die politischen Entwicklungen, sehen auch eine Gesellschaft, in der politische Kräfte nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern versuchen, die Gesellschaft auseinanderzutreiben mit Hass und mit Ressentiments. Auch Rassismus spielt da eine Rolle. Ich glaube, wir müssen alle dafür sorgen, und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr, dass Frieden und Zusammenhalt in der Gesellschaft gefördert werden. Ja, wenn ich ehrlich bin, war es gerade das letzte Wochenende. Ich war auf dem Bundesparteitag, und für jemanden, der seit dem 17. Lebensjahr in der Politik ist, wie ich, war das eine historische Stunde. Und ich als Frau fand es ganz einfach klasse, dass neben der Frau Merkel, die in den letzten 14 Jahren wesentlich Deutschland und die europäische und vielleicht auch sogar die Welt mitgeprägt hat, nun eine zweite Frau gezeigt hat, welche Fähigkeiten in ihr stecken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Frau Kramp-Karrenbauer hier in der Politik neuen Wind reinbringt. Naja, das Jahr 2018 ist ein Jahr, wo ich eigentlich nicht sagen würde, ein einzelnes Ergebnis oder ein einzelnes Ereignis habe mich beschäftigt, sondern mich hat die Entwicklung der Weltpolitik insgesamt beschäftigt, der wachsende Rechtspopulismus in vielen Staaten, gerade auch in Europa, die Fliehbewegungen innerhalb der EU, Stichwort Brexit, oder auch die Kapriolen von Herrn Trump, die Wahl in Brasilien. Es gibt vieles, was einigermaßen bedenklich ist, und ich glaube, verantwortliche Politik in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Württemberg muss sich die Frage stellen, wie man insbesondere Europa wieder stärker zusammenführen kann. Insgesamt erschüttert mich die zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft und die meiner Meinung nach weiter vorangegangene Spaltung auch innerhalb der Gesellschaft. Also diese sich gegenüberstehenden Lager, ich sage jetzt einfach mal pauschal, obwohl das sonst nicht meine Ausdrucksweise ist, die Linken und die Rechten, wenn die aufeinandertreffen, die Atmosphäre wird immer aggressiver.